hallo Freunde. Ja, ich bin gerade dabei, meine Rezepte für Weihnachtsplätzchen rauszuschreiben, was ich heuer wieder alles mache. Und war heute auch schon einkaufen, habe mir die Zutaten auch schon alle besorgt. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich meine Mini-Stollen noch gar nicht verfilmt habe. Die mache ich jedes Jahr und sind total lecker, gehen total einfach. Und ich habe mir gedacht, die verfilme ich jetzt heuer noch, dass ihr nochmal ein Plätzchenrezept von mir habt. Und zwar habe ich jetzt gerade ein bisschen was schon hergerichtet, weil das muss jetzt über Nacht durchziehen. Und zwar brauchen wir als erstes, wenn es so auf der Seite ist, es einfach immer ein bisschen blöd zum Hinkommen. Jetzt. Und zwar braucht man als erstes 25 Gramm Zitronat und Orangeat. Ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von dem, aber in den Mini-Stollen ist es wirklich lecker. Und da gehört es einfach rein, weil die werden jetzt auch klein gemacht. Da haben wir jetzt 29, das macht nichts. Von jedem 25, 54 insgesamt, alles gut. Ja, und dann kommen ja eigentlich in einen Stollen kommen Rosinen rein, aber ihr wisst ja, ich hasse Rosinen über alles. Und bei mir kommen dann immer Aprikosen rein. Und da gebe ich jetzt gleich 150 Gramm so getrocknete Aprikosen dazu. Anstatt Rosinen eben. Alles gut. Ja, und das Ganze wird jetzt 3 Sekunden auf der Stufe 10 zerkleinert. Auf 10. So, und das war es jetzt eigentlich schon mal fürs Erste im Termin. Ich zeige es euch jetzt gerade mal, wie es jetzt aussieht. Also es ist wirklich schön klein. Das füllen wir uns jetzt um. Ich hoffe, dass es vom Licht her gut geht. Bei uns ist es schon so dunkel. Es ist jetzt 16.55 Uhr, aber es ist wie abends um 9 schon irgendwie. Es ist heute so trüb alles. Und es ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ich muss das jetzt unbedingt noch ansetzen, damit ich die morgen backen kann. Weil das muss jetzt über Nacht durchziehen. So. Den stellen wir wieder rein, weil wir jetzt die Waage brauchen. Und da stelle ich jetzt eben meine Schüssel mit den zerkleinerten Sachen drauf, damit ich meine Waage habe. So, und jetzt brauchen wir 80 Gramm gehackte Mandeln, kommen auch da dazu. Drücken wir wieder Tara. Dann brauchen wir 10 Gramm Zitronensaft. Ich nehme da immer die flüssige Zitrone. Ihr könnt natürlich auch eine frische Zitrone nehmen, geht genauso. Was habe ich gesagt? 10 Gramm. 11. Und 30 Gramm Rum brauchen wir noch. Da hole ich mir auch immer die kleinen Fläschchen bloß. Und dann wird das eigentlich bloß noch über Nacht durchgezogen. 35, macht gar nichts. Platz machen hier. Den Spatel. Ja, das verrühren wir jetzt miteinander. So. Dass das schön getränkt ist. Und das kann jetzt wirklich über Nacht durchziehen. Also ihr könnt es auch in der Früh machen und am Nachmittag dann weiter. Aber ich lasse es jetzt eben über Nacht durchziehen. Ich werde jetzt morgen früh um 8 oder so, werde ich dann weitermachen. Ja, da gebe ich jetzt eben, zeige es euch jetzt gerade mal von der Nähe noch. Das Licht ist nicht so gut, gell? Es ist schon so dunkel, wir haben kein Tageslicht mehr. Ja, so sieht es jetzt aus. Da gebe ich jetzt den Deckel drauf und lasse das Ganze jetzt bis morgen früh gescheit durchziehen, damit der Rum richtig sich entfalten kann. Und morgen früh, beziehungsweise bei euch ist es ja gleich im Anschluss, geht's dann weiter.
Guten Morgen und weiter geht's. Und zwar haben wir uns ja gestern Abend, also ihr braucht es auch bloß 2-3 Stunden, reicht auch. Ich habe es halt jetzt über Nacht, mir ja die Zitronat, Orangeat und die Aprikosen mit den Mandeln und mit dem Zitronensaft und mit dem Rum habe ich mir ja schon mal eingelegt und habe den Deckel draufgegeben und jetzt hat sich das wirklich gut vermischt oder nicht vermischt, es hat gut durchgezogen, sage ich mal. Wenn ihr jetzt keinen Rum wollt, ihr sagt, ihr möchtet das ohne Alkohol machen, dann gibt es einfach ein Wasser oder einen Saft mit rein, dass das einfach ein bisschen weich wird. Ja, jetzt brauchen wir natürlich den Teig und zwar fangen wir an mit 30 Gramm Hefe. Ich habe mir wieder ein bisschen klein gebröckelt, das geben wir rein. Dann kommt dazu 300 Gramm Mehl, ganz normales Weizenmehl, Typ 405. Oder ihr nehmt Dinkelmehl Typ 630, funktioniert ganz genauso. Dann braucht man 50 Gramm Zucker, 70 Gramm Milch und einen Butter braucht man noch, und zwar 130 Gramm. Der sollte auch Zimmertemperatur haben, also tut es euch auch eine Stunde vorher raus ungefähr, dass der schön cremig ist. Ja, und das Ganze wird jetzt gleich zu einem schönen Hefeteig verknetet. Und zwar alles miteinander, auch die Hefe, alles ist drin. Und zwar machen wir das jetzt 2 Minuten auf der Teigknetstufe. Teig kneten. 2 Minuten. Und los geht's. Der Teig ist jetzt verknetet. Ich zeige euch gerade mal, wie schön der geworden ist wieder. Schaut mal, so sieht er aus. Und da geben wir jetzt unsere Mischung dazu, die wir uns ja schön eingelegt haben. Und das wird jetzt alles bloß noch miteinander eine Minute lang verknetet. Und zwar stellen wir jetzt nochmal 1 Minute ein auf Teigknetstufe. 1 Minute. Teigknetstufe. So, die Minute ist auch schon wieder vorbei. Jetzt wird das Ganze umgefüllt, weil jetzt muss es eine Stunde, 30 Minuten, also eine halbe Stunde muss es jetzt gehen. Da gebe ich das jetzt raus, also es ist richtig schön kompakt. Also so kurz auch, so ist genau richtig. Wie gesagt, ich mache den schon jahrelang, die Mini-Stollen, und die werden immer ganz, ganz lecker. Könnt ihr auch ganz toll jetzt schon machen und dann aufheben, bis wir eben zum Adventswochenende die ersten Plätzchen essen. Schaut mal, so schaut es aus. Und da gebe ich jetzt einfach einen Deckel drauf und lasse das Ganze jetzt 30 Minuten vor sich hinruhen. So, der Teig ist jetzt 1/2 Stunde gegangen und dann nehmen wir uns jetzt immer ein kleines Stückchen und formen uns einfach kleine Mini-Stollen. Einfach kleine Teilchen einfach mit hinlegen. Ich denke mal, es werden bei mir wieder 2 Bleche geben. Ich habe meinen Backofen schon vorgeheizt auf 180 Grad oder Ober-Unterhitze. Und da kommen sie jetzt dann rein, so circa 20 bis 30 Minuten. Ja, ich schaue sie mir dann wieder an, wie sie aussehen, ob sie schon fertig sind. Ja, und wenn sie dann fertig gebacken sind, hole ich euch natürlich wieder dazu, weil dann werden sie sofort im heißen Zustand noch mit zerlassener Butter bepinselt und gleich mit Puderzucker bestäubt. Aber da hole ich euch dann wieder dazu. Jetzt geht's erstmal ans Formen. Meine Mini-Stollen sind soweit fertig, also die erste Lage, die waren jetzt genau 20 Minuten im Backofen. Ich mache mir gerade meine Butter flüssig, da habe ich jetzt einfach den Rest Butter hergenommen, wo wir vorhin ja 130 gebraucht haben, und den Rest habe ich mir jetzt einfach geschmolzen und die werden jetzt sofort heiß mit der zerlassenen Butter eben richtig großzügig eingepinselt und dann sofort mit Puderzucker bestreut. Ja, macht es doch auf jeden Fall nach, die sind wirklich total lecker. Wie gesagt, bei uns gibt es die jedes Jahr. Und die kommen bei mir jetzt eben in die Keksdose rein und dann zum ersten Advent. Da geht es dann los mit leckeren Plätzchen. Ja, auf meinem Kanal findet ihr ja noch
jede Menge, brauchst bloß Plätzchen eingeben, Tammy Manu Plätzchen. Das sind eigentlich alle meine Plätzchenrezepte, die ich jedes Jahr immer mache, also meine Lieblingsrezepte. Ich weiß gar nicht, ob ich heuer was Neues ausprobiere oder ob ich einfach wieder bloß meine ganz normalen mache, die, wo ich immer mache. Irgendwie macht man doch immer die gleichen und schmecken immer, ja. So, und da dürfen natürlich meine Mini-Stollen auch nicht fehlen. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt auch Rosinen nehmen, anstatt der Aprikosen. Aber ich bin ja ein absoluter Rosinenmuffel. Ich mag die überhaupt nicht. Und drum kommen die bei mir eben Aprikosen rein. Ja, und jetzt sofort eben mit Puderzucker bestäuben. Und dann auskühlen lassen. Und dann ab in die Keksdose. Und dann können wir sie auch schon bald essen. So, wir haben es gleich. So. Voilà. Oh, heiß. Fertig. Ja, ich setze euch natürlich im Anschluss noch ein Bild, wo man sie dann ganz genau sieht. Ich zähle sie dann auch noch durch, wie viel es eben genau geworden sind, weil da hinten ist ja nochmal ein Blech drin. Macht es doch einfach nach. Ihr könnt bestimmt aus diesen kleinen Stollen auch einen großen Stollen machen. Müsst bestimmt auch funktionieren. Bloß von der Zeiteinstellung weiß ich es jetzt nicht genau, wie es dann eben ist. Aber macht sie doch einmal in klein. Das sind eben so kleine Stollenhäppchen. Ja, macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Rezept wie immer unten in der Infobox. Einfach ausdrucken und dann habt ihr schon das Rezept. Macht es gut. Tschüss, eure Tammy Manu.